Ja, herzlich willkommen zurück zu Banjo-Tooie, meine Leute. Ja, Kasumi, gib mir mal wieder ordentlich einen auf die Omme, denn ich habe euch mal wieder richtig warten lassen mit Parts und das tut mir richtig, richtig leid, Leute. Es tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Um ehrlich zu sein, ich hatte auch weder Zeit noch Lust erkältet war ich auch wieder zwischendurch, also es war richtig scheiße. Aber ich werde jetzt wieder ein bisschen häufiger Parts machen, aber ich habe es vor, aber ich kann es noch nicht versprechen. So, was ist beim letzten Mal passiert? Ja, Kasumi, danke schön. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. So, wir haben den letzten Part gesehen, Grundtilda ist zurück. Sie ist back. Ja, und wir müssen sie natürlich aufhalten. Ihre Schwestern haben sie befreit und wir müssen jetzt natürlich hinterher. Sie haben Bottles getötet und das können wir sie natürlich nicht durchgehen lassen. So, was wummert denn hier jetzt die ganze Zeit so? Gucken wir doch einfach mal nach. Nun gut, wir haben gesehen, wer es im letzten Part war. Es ist natürlich Klongo, der hier frustriert ist und auf dem Boden hämmert. So, dann gucken wir doch einfach mal nach. Und sofort wird die Musik bedrohlich. Das ist natürlich klar, das muss sein. Klongo, Diener mit Demenz. Hahaha. Wenn das nicht sind, Bär und Vogel. Haben meiner Herren so viel Leid angetan. Also daran würde ich mich erinnern. Ja. Haha, ihr seid bescheuert. Dafür können wir richtig reden. Das stimmt allerdings. Haha, was? Klongo ist jetzt böse. Euer Pfiel endet hier. Ja, ist mal eingesperrt. Und was kommt jetzt? Sippelpopelsuppe. Ja, das Glas noch hinterher. Lecker. Haha, clever Klongo. Jetzt niemand finden kann. Doch, wir können ihn finden. Autsch. Ja, wo ist er denn? Da bist du. So, jetzt haben wir ihn getroffen. Clever Klongo. Versteckt dich hinter Zauberfilm. Jetzt ist der... Und jetzt wirft er hier mit seiner Pisse und seinem Urin oder was auch immer das ist. Was ich ja lustig finde, jedes Mal, wenn man einen neuen Spielstand anfängt, trinkt er jedes Mal einen anderen Trank. Kloppt mich hier kaputt. Also Klongo hat insgesamt 3 verschiedene Tränke und die Reihenfolge ist jedes Mal anders, wenn man einen neuen Spielstand startet. Ihr könnt auch genauso gut jetzt den roten Trank getrunken haben oder was weiß ich, keine Ahnung, was es noch für welche gibt. So, aber ich werde mich hier jetzt mal aufladen. Ich sehe gerade ein bisschen... arm dran aus. Wo ist er denn? Was? Ich habe ihn doch getroffen! Hallo? Das hätte noch gelten sollen. Ach, was soll's? Was ist das denn für ein Cheat? Ah! Boah, das war knapp! Ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so doof angestellt wie jetzt. So, am besten sofort, wenn der Schild platt ist, ihn vermöbeln. Habe ich das nicht schon vorher gemacht? Na, egal. Na, Klongo, hast genug? Dieser Bär und Vogel verklettern am Klongo. Du wolltest es so. Ja, das stimmt. Lauf doch einfach weg und wir vergessen das Ganze. Ja, gute Idee. Aber Klongo habt ihr nicht gesehen zum letzten Mal. Das stimmt allerdings. Klongo, Altherrin, bitte bestraft Klongo mit dem Besen. Ja, da kann man jetzt so einiges eininterpretieren, aber das tue ich jetzt mal nicht. So, aber wir laufen ihn jetzt mal hinterher. Ja, wie gesagt, Klongo werden wir noch ein paar Mal treffen. Aber guckt euch mal hier an, wie die gefahren sind. Hier erstmal voll gegen die Wand und dann erst, ja, hier nochmal schön gewendet. Finde ich interessant eigentlich. Nun gut, aber jetzt nicht so spektakulär. So, aber zum Glück, eines muss man dem machen lassen, das haben die ein bisschen clever gemacht, damit man sich hier ein bisschen Laufzeit spart. Und zwar, wenn man Klongo hier einmal in einen dieser Grappura-Tunnel besiegt hat und jetzt in die nächste Ebene geht, kann man diese Höhlen nicht mehr betreten. Also die sieht man im gesamten Spiel nur ein einziges Mal. So, also verabschieden wir uns für immer von dieser Höhle hier und laufen einfach mal weiter. Denn jetzt betreten wir einen Ort, der wirklich wunderbar ist. Den hat man im ersten Teil noch nie gesehen. Also dann, hinterher.
und willkommen im Jinjodorf. Ja, Leute, die Jinjos haben hier ein eigenes Dörflein. Ist das nicht schön? Und wie wir sehen können, gibt es nicht nur die Farben, die wir im letzten Spiel gesehen haben. Nein, es gibt ja auch schwarze, weiße, orangene, rote. Ach, hier gibt es so viele. Nur ein Häuschen, das ist weg. Kasui braucht rote Federn zum Fliegen. Ja, das wissen wir schon. So, und diese Luken hier sind auch ganz wichtig. Das ist einer meiner Luken. Wenn du noch mehr findest, entsteht ein Tunnelsystem. Ja, die werden wir auch noch öfter brauchen im Spiel. Denn man wird merken, dass Banjo-Tooie viel weitläufiger ist als der erste Teil. Also gibt es viel mehr Welten, viel mehr Aufgaben, aber weniger Puzzleteile. Es gibt 10 Puzzleteile weniger als im letzten Spiel. Warum die Entwickler das so gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Aber was ich hier auch traurig finde, die Hexen sind hier durch ein dickes Haus gefahren, der Jinjos. Hier steht auch nochmal ein Schild. Das können wir auch lesen. Dies ist ein Infoschild. Bist du nah an einem Schild, drücke B, um es zu lesen. Ach, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Könnte man ja eigentlich schon von Super Mario, aber egal. So, dann lesen wir das mal. In Andenken an die graue Jinjo-Familie. Dahingegangen, als ein riesiger Grabbohrer unerwartet ihr Haus niederwalzte. Ja, das sehen wir hier. Bisschen traurig finde ich das, ehrlich gesagt. Ich habe aber eine Vermutung, warum die Entwickler das vielleicht so gemacht haben. Denn wie gesagt, hier sind ziemlich viele neue Jinjos dabei. Und ich denke mal, da das Spiel schon so viele neue Sachen drin hat, dass kein Platz mehr war für noch mehr Jinjos, dann haben sie die hier einfach weggelassen. Ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es stimmt. Was auch ganz neu ist in dem Spiel, da oben, seht ihr das? Das ist ein Notenschlüssel. Ja, hier gibt es nicht nur Noten, sondern auch Notenschlüssel. Die ganze 20, ich glaube es waren 20, Noten wert sind. Und irgendwie komme ich jetzt nicht mehr raus. So war das okay. Nimm die Eier als Munition. Ja, das wissen wir bereits. Dankeschön. Ich mach die platt. No. Nicht mit mir, Freundchen. Wah! Ja, aber was ich auch ein bisschen fies finde, ist, dass die Gegner sich hier ziemlich schnell wieder regenerieren. Was ein Wort. Ja, ihr seht auch, es gibt weiße Jinjos, das habe ich ja schon gesagt, und hier ein riesiger Palast. In dem müssen wir jetzt auch rein, damit eine Zwischensequenz startet, aber die ist ziemlich lang, also gucken wir uns nochmal ein bisschen um. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist, dass wir uns mal ein bisschen umgucken in den Häuschen. Denn hier ist nicht nur das Haus der grauen Jinjo-Familie niedergewalzt. Nein. Wie auch im letzten Part. Letzten Spiel sind alle verschwunden. Sie sind alle weg. Kommt in meinen Thronsaal. Ich erzähle euch, was passiert ist. Wer war das denn? Das ist mein Palast. Nicht schlecht, was? Kommt nur rein. Und seht euch den Jinjo-Jinsaster an. Ich hab mal wieder einen Knoten in der Zunge, ja, wie üblich. Der berühmt-berüchtigte Knoten in der Zunge, ja. Die Jinjos sind nämlich alle weg und wir müssen sie alle wiederfinden in den gesamten Welten. Das ist natürlich scheiße. Was ich auch interessant finde, ihr werdet es vielleicht später sehen, es ist so ähnlich wie mit Plungo und seinen Tränken. Jedes Mal, wenn man mit einem neuen Spielstand beginnt, sind die auch jedes Mal anders. Nur gut, die Standorte sind jetzt nicht wirklich anders, aber die Farben sind jedes Mal andere. So, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich hoffe, die Zwischensequenz würde in diesen Part noch hineinpassen, denn der ist wirklich lang. König Jinjalings Thronsaal. Der auch wirklich um einiges größer ist als die anderen. Hey, und das Vieh, das kennen wir doch auch aus Banjo-Kazooie. Das hatte Rubbe. Nun, was gibt es? Ich bin König Jinjaling, König aller Jinjos, Oberhaupt und Herr über dieses Dorf. Dein Reich wirkt etwas leer. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihrer riesigen Maschine in alle Winde verstreut. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe, aber ich brauche sie für das Steinballturnier nächste Woche. Klingt mir nicht allzu wichtig. Doch und ob. Es herrscht eine große Rivalität zwischen den Jinjos und den Maulwürfen. Wenn wir nicht auftauchen, könnte das Probleme geben. Oh je. Genau, aber hier ist noch ein Anreiz für die Rettung meines Volkes. Natürlich, ein Puzzleteil. Da boing, unser allererstes. Yippie!
Ich glaube, du solltest Meister Puzzolo in seinem Tempel aufsuchen. Puss wer? Puzzolo. Er ist der Anführer eines uralten und geheimen Ordens, der die mystischen Mächte des Kristallpuzzolos anbetet. Uralter Orden? Kristallpuzzolo? Das hast du doch gerade erst erfunden, oder? Nein, ehrlich, das ist alles wahr. Er ist sehr wichtig für euer Abenteuer, denn nur der Kristallpuzzolo kann die Welten öffnen, die ihr betreten müsst. Kannst du uns den Weg zeigen, König Tinderling? Es wäre mir eine Ehre. Und der Eingang befindet sich in Bottles Haus. Ja, da müssen wir auch noch durch. Ja, damit wird es jetzt beginnen. Also auf, Banjo. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir müssen nicht nur Bottles retten, sondern auch die Jinjos. Und das sind nicht mal gerade wenige. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Nicht schlecht für einen König, was? Ja, sein komisches Haustier-Ding war cool. Suchen wir also diesen Puzzle-Fritzen. Tja, aber... unterdessen... in einem ziemlich hohen Turm. Und es hat nichts mit Rapunzel zu tun. So viel sei schon mal gesagt. Aber eine riesige Kanone. Gefährlich pulsierend. Wofür die wohl ist, das erfahren wir auch jetzt. Dann passt mal auf. Oh, muss wieder husten, ey. Los, Mädels, die Zeit ist da. Wie werde ich, wie ich mal war? Deine Reime, sie nerven. Hör auf oder wir es nicht sagen. Ach, meinetwegen. Och, schade, jetzt reimt sie nicht mehr. B.O.B. das ist. Minji und ich konstruierten den Bio-Beamer. Lebensenergie aus Erde, Pflanzen und Wesen ersaugt. Lebensenergie in Tank wird gelagert. Duschen wird Grunti. Wenn Tank ist voll, dann neuen Körper du wirst haben. Welch herrlich niederträchtiger Plan. Wie lange wird es dauern, bis der Tank voll ist? Naja, schlank du nicht bist, also viel wird benötigt. Das stimmt ja schon, ne? Also fangt an zu ballern. Geduld du musst haben. Ziel erst gefunden werden muss. Der Famelemandite Gingerling gab den Verpelzen gerade ein Puzzolo. Dann sollten wir zuerst den Ginger-König abballern. Autozielsuche B.O.B. hat. Knopf du nur musst drücken. Oh nein. Das tun die jetzt nicht wirklich. Aufgewärmt, B.O.B. nun ist. So, Feuersequenz jetzt startet. Und was passiert jetzt da unten? Wir werden es sehen. Jetzt wird die ganze Energie abgesaugt. B.O.B. hat getroffen. Lebensenergie ihr jetzt stiehlt. Pech, B.O.B. hat gehabt. Wer wird... ja, wir haben verpasst. Ja. Egal. Wie steht's mit dem Verräter Gingerling? Momentchen, Verräter? Oh, no. Er wurde zum Zombie. Oh Gott. Der arme Gingerling. Erfolg, B.O.B. hatte. Gingerlings Lebensenergie wir jetzt haben. Und das ist eine ganze Menge. Gut, Mädels. Lasst uns die ganze Insel abballern. Dass wir erst können, wenn B.O.B. aufgeladen ist. Stunden, das wird dauern. Und Bär wird sich brechen. Pah, keine Sorge.
Jetzt, wo der Maulwurf und Gingerling weg sind, steht er alleine da. Er wird uns nie rechtzeitig finden. Oh, fiese Lache. Oh, weh, 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 oh, weh. Jetzt sind wir aber ganz schön ab Arsch. Hey, darf ich nicht mal zu Ende ausreden? Mann, manche Leute können auch echt nicht warten. Ja, ihr seht, die ganze Lebensenergie wurde jetzt gerade komplett gestohlen. Wir können auch mal reingehen. Ja, auch die Musik ist anders. Zombie-Thronsaal. Ja, und guck mal, selbst das Haustier ist nur noch ein Häufchen Asche. Aber was ich auch interessant finde, dass der Jinjo-König jetzt in dieser Form auch ein paar Infos freigibt für den späteren Spielverlauf. Wir können ja mal gucken. Ja, sag mal was. Sag mal was. Komm. Sag mal was. Er kann auch nach uns schnappen. So, tu doch mal. Jetzt. Ricchetto Blanco? Oh ja, er ist ein echter König. Ja, mit diesem Namen könnt ihr vermutlich noch nicht viel anfangen. Zumindest auch nicht die, die das Spiel noch nicht kennen. Ja, wie gesagt, ein paar kleine Infos gibt er gerne preis schon wieder. Oh ja, Fürst von und ich kennen uns schon lange. Wir gehen oft zum Angeln. Aber das darf ich eigentlich niemandem erzählen. Ja, okay, also... ja, dazu sage ich jetzt mal nix. Das werdet ihr vielleicht später noch verstehen. Ja, wie gesagt, also der Jinjo-König, der hat jetzt keine Lebensenergie mehr, lebt aber trotzdem noch irgendwie und deswegen ist er jetzt ein Zombie, bla 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 blub. So. Aber jetzt auch noch was ganz Schönes. Wir können in Buddels Haus. Besuchen wir doch einfach mal seine Familie und überbringen ihr die traurige Nachricht. Oje, 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 oje. Ja, guck mal, da haben wir schon die erste Person. Buddels Haus. Hallo. Hallo, Banjo. Wie geht es uns denn heute so? Ziemlich gut, Frau Buddels. Und Ihnen? Oh, sehr gut, danke. Erzähl ihr von dem Geisterbubi. Sei still, Kasui. Wie bitte? Geht es Buddels gut? Er sollte rechtzeitig zum Essen zum Spill Mountain zurück sein. Er verpasst keine Mahlzeit, wie ihr wisst. Er kommt bestimmt bald zurück, Frau B. Ja, ich würde auch nicht unbedingt eine traurige Nachricht überbringen wollen, dass der gute Buddels nicht mehr ist. Aber hey, ich mag diese liebenswerte Person. Und diese Tasse hätte ich auch gerne. Wirklich, ich hätte sie liebend gerne. So, dann gucken wir mal, wo wir denn jetzt hier hin müssen, ich glaube. Nee, hier, das war die falsche Richtung. Hier ist das Schlafzimmer. Och, ich mag diese Musik, die ist schön. Schön gemütlich. Ja, guck mal, hier haben wir sogar einen von Buddels Kindern. Und das ist Lupine, glaube ich. Hallo, Banjo. Hallo, Lupin. Weil du und mein Papi so gute Freunde seid, gebe ich dir diese Prototyp-Brille, an der er gearbeitet hat. Ist er zufälligerweise mit seiner Arbeit fertig geworden? Oh ja, sie heißt Supersichtbrille. Wie funktioniert sie? Nun, wenn Banjo durchschaut, dann drücke C rechts, C links, hereinzoomen und wegzoomen. Nicht so schlecht. Ja, jetzt können wir endlich auch mal zoomen mit dem Gucker. Sag ich jetzt einfach mal so. So, und jetzt können wir auch mal mit dem zweiten hier reden. Hallo, wer bist du? Hallo, Banjo. Hi, Klaas. Ich und mein Papi spielen nächste Woche in dem Steinballturnier im Majos-Stadion. König Gingerling hat es extra für meinen Papi organisiert, weil er doch so ein Held ist. Habt ihr nicht zufällig noch Ersatzspieler? Wieso denn? Ersatzspieler, mein Papi ist der Beste im ganzen Team. Ich bin sicher, das war, ist er. Und wusstet ihr, dass der Tunnel da drüben mein Geheimausgang aus diesem Dorf ist? Praktisch, nicht wahr? Das wissen wir schon. König Gingerling hat ihn persönlich... Ja, es war zu schnell. Er hat ihn extra für uns geöffnet. Nett. Ja, wirklich sehr nett. Aber ich möchte jetzt nicht noch überbringen, dass wir... nicht mal bei König Gingerling nachfragen können und so weiter. So, aber ich würde sagen... Ich werde hier jetzt den Part mal beenden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann geht's nämlich auch wieder in eine neue Ebene von hier aus.
Also dann, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ich lasse mir da nicht wieder selbst zu viel Zeit. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao. Ja, danke, dräng mich nochmal weg. Hui. Ja, ich beeil mich doch. Tschüss.